Kaliningrad domiziliert analysiert Meldungen russischer föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland, zur allgemeinen Information, insbesondere für deutsche Bürger, die sich in Russland aufhalten. Die Coronavirus-Infektion hat sämtliche russischen Regionen erfasst. Absoluter Schwerpunkt ist die Stadt Moskau und das Gebiet Moskau mit 21.631 oder 68% aller Infizierten in Russland. Weiterhin befinden sich in der Top-5-Gruppe St. Petersburg mit 1507, Republik Komi mit 455 und das Gebiet Nischni Nowgorod mit 458 Infizierten. Mehr als 1.720.000 Infektionsteste wurden bisher in Russland durchgeführt. Dies entspricht einem Gesamtanteil an der Bevölkerung von 1%. Je Patient werden 3 Teste durchgeführt, 2 Teste durch regionale Laboreinrichtungen, ein abschließender Test in einem der 2 föderalen Zentrallabore. 32.008 Infektionsfälle sind in Russland registriert. Das sind 4.070 mehr als am Vortag. 273 Personen sind an der Infektion verstorben. 2.590 Infizierte konnten bisher geheilt aus den Krankenhäusern entlassen werden. Das Verhältnis der Anzahl der Neuerkrankungen zur Anzahl der Genesenen ist negativ. Die proportionale Entwicklung des Verhältnisses ist ebenfalls negativ. Die Anzahl der Neuinfizierungen steigt schneller als die Zahl der Genesenen. Für den aktuellen Berichtstag stehen sich 4.070 Neuerkrankungen und 386 Genesungen gegenüber. 104 Infektionsfälle sind im Gebiet Kaliningrad registriert. Dies sind 12 mehr als am Vortag. Es gibt einen Sterbefall im Kaliningrader Gebiet. 28 Infizierte konnten bisher geheilt aus den Krankenhäusern entlassen werden. In Kaliningrad ist das Verhältnis zwischen Neuerkrankungen und Genesenen negativ. Das heißt, es erkranken mehr als Genesene aus den medizinischen Einrichtungen entlassen werden. Für den aktuellen Berichtstag stehen sich die Zahlen mit 12 Neuerkrankungen und 2 Genesungen negativ gegenüber. Yandex ermittelt im Stundenrhythmus den Index der freiwilligen Selbstisolierung für Russland insgesamt und für die wichtigsten Städte. In der nachfolgenden Grafik zeigt der grüne Balken den gewünschten Idealzustand mit 5,0 an, sowie den Realindex für den Erfassungstag 16. April für die Stadt Moskau mit 3,4 und für Kaliningrad mit 3,1. Weitere Informationen aus dem föderalen Russland. Der russische Präsident Putin kommentierte, dass sich der Schwerpunkt der Corona-Infektion beginne, von Moskau in die Regionen zu verlagern. Dort müsse man auf eine Zuspitzung der Situation vorbereitet sein. Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, forderte vor dem Hintergrund der wachsenden Infizierungszahlen, die Isolierungsmaßnahmen in Russland drastisch zu verschärfen. Den Begriff Ausnahmezustand gebrauchte er nicht. Der Leiter der Republik Tschetschenien, Ramzan Kadyrov, hat für das kommende Wochenende ein vollständiges Ausgangsverbot über die Republik verhängt. Ausnahmen bilden nur Mitarbeiter des medizinischen Dienstes und Personen, die sich mit Notfällen aller Art beschäftigen. Weitere Informationen aus dem Kaliningrader Gebiet. Die Gesamtzahl der Infizierten beläuft sich gegenwärtig auf 104 Personen. Davon befinden sich 10 Patienten in einem schweren Zustand. Das Kaliningrader Gebiet verfügt über 3 Labore, die Infektionsteste durchführen. Deren Möglichkeiten haben sich in den letzten Tagen erheblich erweitert. Wurden am 10. April 294 Teste durchgeführt, so waren es am heutigen Freitag bereits 688 Teste.